Ja, hey, willkommen, mein Name ist NeuroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir einen Pakt mit Maxwell geschlossen und jetzt machen wir das Kolosseum unsicher, Bams. Und wir gehen wahrscheinlich jetzt erstmal hier in die mittlere Klasse. Ich, Geld, ja, ich muss ja auch bald zahlen dafür, das ist ein bisschen blöd. Ich habe mich mal entschieden, ich koche mal. Und zwar nehme ich dieses Mal Lloyd. Und wir kochen, weiß ich nicht, was gibt mir in 4 KP wieder? Geringe Menge. Mittlere Menge an KP. Ja. Weiß nicht, ob es das bringt, aber was soll's. Kann ja nicht schaden. So, dann versuchen wir mal die mittlere Klasse. Ich habe Lloyd ein paar gute Sachen jetzt ausgerüstet. Hier zum Beispiel den Diamanten und den Schneehasen. Vielleicht sollte ich ihm mal irgendwie was Verteidigungsmäßiges geben jetzt. Wow, die sehen aus wie die Waffen von Sophie aus Tales of Graces, sehe ich gerade. Allgemein hier die Sachen. Der auch. Gehen wir ihm mal hier so mehr Verteidigung. Ich glaube, das können wir eher gebrauchen. Ja. Der wäre auch nicht schlecht. Sie okay. Ja gut, versuchen wir mal. Warte mal, kann ich auch, wenn ich jetzt koche, irgendwelche Effekte auslösen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oder? Ich mache das ja nie, deswegen. Zeitweilig die Verteidigung. Nee, kann ich nicht. Verdammt. Oder? Wiederstellung, Verteidigung für den nächsten Kampf. Okay. Was eigentlich voll blöd ist, ne? So, ja, lass mal das hier, mach mal das. Das hier meine ich. Also, ich glaube, man kann auch gar nicht kochen, aber egal, kann man ja machen. Halt. Ich möchte speichern. Weil dann kann ich ganz einfach meine 10.000 Gold wieder bekommen. Ja, so billig bin ich. Ich möchte mich noch ein bisschen beschäftigen, bevor ich hier zum finalen so Bonus Dungeon gehe. Also Bonus Dungeons, die schrecken mich dann schon immer ein bisschen ab. Also das schlimmste Bonus Dungeon, was ich je gesehen habe im Rollenspiel, war, es gibt keinen Zurück mehr. War von Star Ocean 4 irgendwie. Da gab es auch irgendwie so ein Sterne-Dungeon oder irgendwie so. Nee, danach war noch irgendwas. Und ich kann da hineingehen. Nein, kann ich nicht. Keine Ahnung, da musste man echt irgendwie 3-4 Stunden lang durchlaufen, bis man irgendwie ein Ende erreicht hat. Und das war auch richtig nervtötend. Ich hoffe, ist wirklich nicht so in dem Spiel. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn doch, dann wäre das ziemlich doof. Okay, Platz da, ich komme. Leute, du schaffst es. Ich werde dich anfeuern. Ja. Okay. War schon mal gut. Wir kommen in der mittleren Klasse. Hier geht's richtig zur Sache. Und hier haben wir den Herausforderer. Sein Name lautet Lloyd Irving, der den Titel Schwertdämon trägt. Lass den ersten Kampf beginnen. So, jetzt kriege ich voll aufs Maul, ne? So, bist du einfach einer. Kampf Iris. Ja. Bitte Falk. Jawohl. Und ich kann kochen, okay. Ja gut, das soll ich mir merken. Lloyd gewinnt den ersten Kampf. Heute war es auch ziemlich einfach. Gehen wir nun zum zweiten Kampf über. Los geht's. Ich hoffe, wir müssen nicht 5-6 Kämpfe oder so schaffen. Au. Ja, erstmal angreifen wir vielleicht, ne? Boah. Auf abzuwehren, Mann. So. Ja, Leute, ist halt ein bisschen einfacher, habe ich so das Gefühl.
Wright gewinnt den zweiten Kampf. Jeder muss sich meinen Schwertern beugen. Jetzt kommt die dritte Runde und los geht's. Oh nein, fliegender Gegner. Ich hätte vielleicht irgendwas aussetzen, was mir die KP für eine Weile wieder heilt im Kampf. Da bin ich, ey. Oder sie. Okay, da war einfach. Lloyd gewinnt die dritte Runde. Schon wieder gewonnen. Beendet Lloyd die mittlere Klasse siegreich? Hier kommt die letzte Runde. Oh, okay. Oh, Bigfoot, ist klar. Ich wollte schon sagen, man kann die auch ankämpfen. Ich habe keine TP mehr. Okay, das war sehr einfach. Leute, hat es geschafft. Leute, meistert die mittlere Klasse. Hey, war nur Spaß. Es ist mir irgendwie peinlich, wenn ich versuche, den Boden zu den Coolen zu spielen. Leute, 20.000 Gold und ein Heilkräuter-Set. Gib mir doch was Anständiges. Senes, beeil dich bitte. Tokunaga, warte, ich bin außer Atem. Huch. Senes? Was, Sels? Weiß ich nicht. Oh. Der Auserwählte, wie geht es? Moment mal, Tokunaga, was war das nicht, Senes? Wovon redest du denn da? Senes ist in der Abtei. Sie wird sich nicht an einem Ort wie diesen aufhalten. Aber ich weiß auch ganz genau, wie kränklich Celis ist. Ich würde sie nie an einem Ort aufhalten, sie würde sich nie an so einem Ort aufhalten. Sie ist definitiv nicht hier, verstehst du? Also leb wohl. Warum duzt er mich denn, hallo? Was geht dir vor? Okay. Ich glaube, wir sollten noch ein bisschen weiter kämpfen. Höchste Klasse. Oh Gott. Da wird mir wahrscheinlich jetzt richtig den Tag versauen, ne? So, aber wir haben ja gewonnen und 20.000 Gold bekommen. Bin schon mal gut. Machen wir die höchste Klasse mal. Versuchen wir immer. Hier muss ich nur für die eine bezahlen. 40.000 Gold. Oh Gott. Aber ist teurer, also muss das ja wahrscheinlich dingens schwieriger sein. Mit Leuten war es sehr gut, also machen wir nochmal Leute. So, weiter. Hoffentlich läuft das genauso glatt. Ich habe nicht so das Gefühl. Okay, Platz da, ich komme. Ja, ich feiere dich an und so. Ja. Ja. Der Höhepunkt unserer Veranstaltung beginnt in Kürze. Die Meisterklasse. Wird heute eine neue Legende geboren? Lloyd Irving, der den Titel Schwertdämon trägt. Legen wir gleich los. Hier kommt der erste Kampf. Bams. Jetzt kommt voll die Imba-Boss. Oh Gott. Was? Das sind zwei. Oh Gott, Hilfe. Wie? Ich finde den Angriff so geil. Okay, der ist kaputt. Ganz easy. Okay, das war nicht so schwer. Gerstenreis, also, ach, wir kriegen sogar Kochroutinen, sehr gut. Lloyd gewinnt den ersten Kampf. Das lief wie geschmiert, oder? Mal sehen, ob du in diesem Tempo weitermachen kannst. Runde 2, los. Jetzt bitte nicht die ganze Zeit zwei Gegner, das wäre voll doof. Totzilla. Machen wir mal ganz einfach hier. Der wäre ja einfach. Mal wieder ein paar TP, ne? Was ja nichts dagegen. Ey. Kann auch abwählen. Machen wir mal. Zur Sicherheit. Lloyd gewinnt den zweiten Kampf. Con. Ups, ich wollte eigentlich was Cooles sagen. Und weiter geht's mit Kampf Nummer 3. Los geht's. Bams. So. Nächster. Rubinodron. Was? Au. Backe.
Wow, der hat es irgendwie nicht drauf, wenn er mich nicht gerade trifft. Wollte er gerade zaubern? Ich glaube, Spinne. Au. Au. Jetzt ich war. Oh Gott. Oh Gott, ich kann mich nicht. Oh nein. Das war doof. Ja, super, da kann ich schon vergessen eigentlich. Ja, super. Aua. Ey. Ja, war doof jetzt wegen dem Kampf. Ja, und ja, ich habe danach kein Geld, also muss ich ja laden. Sehr gut. Aber ich glaube, da mache ich eine kleine Planänderung, weil dem Schadensoutput, da mangelt es irgendwie nicht so, deswegen machen wir mal Folgendes. Wir nehmen den Schneehasen mal kurz ab. Tut mir leid. Schnell für jeden erfolgreich beenden Kampf 10% der maximal KP wieder. Ja, das ist zum Beispiel sehr gut. Und Kampf regelmäßig 1% der KP wieder. Ja, oder habe ich noch irgendwas Besseres? Ich glaube nicht, ne? Stellt den regelmäßig auch schon 3%. Ja, doch. Dann versuchen wir halt so mal. Leute. Und dann passt man bei diesen einen Piepmatz ein bisschen besser auf. Und kochen. Kochen sollte ich vielleicht auch ein besseres Ding in mir nehmen. Da kann ich ja nur eins immer. Stellt eine mittlere Menge. Ja, das ist natürlich blöd. KP, TP. Ich habe auch nicht so viele Sachen hier. Soll ich vielleicht mal ein bisschen mehr kaufen? Das kann ich ein paar Mal einsetzen, glaube ich. Also los. Ich, dann kaufe ich mir gleich ein paar Kochroutinen und mache das nochmal. Aber ich bekomme jetzt mal 10% KP wieder. Nach jedem Kampf. So, ja. Schwertdämon, ich bin cool, Bams. Ja, das war gut. Ja, wie er an ihm vorbeiläuft, ey. Oh, nee. Gibt's doch nicht, ey. Ja, Biest habe ich da, okay. Mal sagen, irgendwo habe ich doch Biest mit ihm ausgerüstet. Da. Oh, 500, sehr gut. Das lässt sich doch schon mal sehen. So, okay, mal alles weiter. Bams. Ja, du warst einfach. Ja, ich bin gleich wieder voll, Alter, danke. Und bei dem Piepmatz pass mal auf. Zack, so. Einfach. Der Hammer. So, jetzt kommt der Piepmatz. Also Piepmatz. Ah, ich kann gar nicht klingeln. Doch, kann ich wohl. Ich habe nur nicht beide Knöpfe gedrückt, glaube ich. Au, Mann! Hier wart, aufpassen. Meine Güte, wart. Ganz vorsichtig, danke. Ja, Risotto zubereitet. So, und jetzt müssen wir den nächsten Kampf hier ein bisschen
schadensfrei abschließen. Das war keine Gefahr für mich. Mann, es ist irgendwie peinlich, so zu reden. Es ist dann Zeit für den vierten Kampf. Los, hoffentlich seit der vorletzte Kampf. So, jetzt muss ich mich ein bisschen heilen. Also, lass mich mal kurz ein bisschen chillen hier hinten. Sieht ja auch aus, als würdest du gerne chillen. Okay, komm her. Geh mal ein bisschen weiter weg. Vor allem stallen hier. Aber egal. Ich möchte gewinnen. Ich möchte der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Au, ey. So, so kann man halt auch machen. Jetzt gehe ich auf die Seite und heile mich hier voll. Na? Mal. Also kann man sich auch heilen eigentlich. Voll billig, aber egal. Ja, ne, ich habe doch Demon Fang. Ich Idiot. Was war das denn? So, jetzt kann sich doch wieder sehen lassen. Leute gewinnt den vierten Kampf. Alles klar, der nächste ist der letzte. Ups, immer schön cool bleiben. Wird heute ein neuer Champion geboren? Macht dich bereit, Leute, es geht los. Die letzte Runde. Oh Gott, was bist du denn? Warte mal. Ich hab doch zwei. Ne? Warte, Zellos, Double Demon Fang. Nicht auch Double Demon Fang? Verdammt. Hm. Warte, in Zellos, okay. Na klar, er kann fliegen. Geh weg. Ich bin so ausgeglichen, sehr gut. Mal kurz dadurch, danke. Wow, und erledigt. Stech, was? Ja, finde ich auch. Leute, siegt auch in der Meisterklasse. Geschafft, seht her, ich habe alle drei Klassen gemeistert. Yeah! Kein Gegner ist vor ihm sicher. Leute trägt zu Recht den Titel Schwert der Schwerter. Ja, das muss ich, glaube ich, mit jedem Charakter machen. So wie in Tales of the Abyss, ne? Für das erfolgreiche Abschneiden in der Meisterklasse wird Leute ein Preisgeld von Höhe von in der Höhe von 32.000 galt und bekommt außerdem die Krone verliehen. In Anerkennung für diesen Sieg verleiht das Kolosseum-Komitee Leute eine Auszeichnung, den Valkyrie. Was? Auf Wiedersehen, verehrte Zuschauer. Bis zum nächsten erbitterten Kampf. Okay. Zellos, beeil dich bitte. Du verpasst wieder den Kampf von Zellos. Das weiß ich, Tokunaga. Nicht schon wieder. Oh, der Auserwählte, wie geht es? Tokunaga. Oh, mir ist gerade eingefallen, dass ich etwas Wichtiges zu erledigen habe. Entschuldigen mich. Ja, okay. Ich habe ein paar Sachen bekommen, habe ich gehört. Valkyrie, oh. 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 Ja, super. Schützt gegen alle Staatseffekte, sehr gut. Vielleicht kriege ich ja für jeden ja irgendwas, ne? Weiß ich nicht. Valkyrie. Ja, stoßen. Und 10 weniger, aber dafür um 100 mehr. Ja, nimm mal. Was noch? Ich habe doch noch was bekommen, oder? Da bin ich jetzt wieder blöd. Krona. Ja, Krona ist klar. Robe der Geister, ja, ne, die habe ich da auch noch bekommen von Maxwell. Wo ich daran gedacht habe. Beziehungsweise nicht dran gedacht habe.
Ja, 20 Minuten haben wir. Weiß nicht, soll ich mit den anderen Charakteren dann auch noch machen? Allein mit den Magiern wird das ja schwierig. Das muss ich auch noch machen, genau. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich offscreen ein bisschen kochen. Ey, eine Sekunde mal. Ich habe 30.000 Geld bezahlt und dann habe ich nur 2.000 Geld dazu bekommen wieder. Ich habe 32.000 Geld bekommen. Habe ich auch vorher ein Verlustgeschäft gemacht. Ja, okay, 2.000 habe ich dazu bekommen, aber trotzdem. Das ist ein bisschen so eine Abzocke hier. Ja gut. Gehen wir Leute mal hier wieder die Sachen zurück und legen die irgendjemand anderen an und machen dann irgendwann mit dieser Person das Kolosseum. Vielleicht Persea oder so. Mal gucken. Weiß ich nicht. Was hat er nochmal? Wow. Wo ist das? Der Schneehase. Und der Diamant, ne? Zack, so. Voll überpowered, aber egal. Gut, dann speichern wir hier. In der nächsten Folge können wir ja nochmal versuchen, den Gruppenkampf zu machen. Ich habe ja einen neuen Titel bekommen, genau, ich Idiot. Kann ich auch mal ausrüsten. Ja, bestaunen. Schwerter, ne? Ein Kämpfer, der nur an einen Sieg glaubt. Sein Schwertkunst raubt einen dem Atem, okay. Schwertdämon. Schwertmeister. Schwert. Was? Ach, da hat man jetzt auch gesehen. Warte mal. Oh ja, Schwerter. Da Intelligenz und Fluchtwert gibt das weniger. Aber dafür auf alle Werte. Egal. Lass mal das. Wird schon nichts schief gehen. So, nochmal speichern. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.